Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Zomboid. Oh, da ist eine Tafel. E-H-P-L-M-A-N-T I-T-M-T-J O Kann ich nicht lesen, keine Ahnung. Jo, wann haben wir denn Schönes beim letzten Mal gemacht? Ist jetzt schon ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Ich will mal kurz hier mal durchseppen. Jo, das war's nicht, das war's auch nicht. Wir haben schon einige Trades dazu bekommen. Ja. Wir sind ja hier auf dem Army-Stützpunkt, soweit ich das weiß. Und wir haben den Truck dabei, ne? Weiß nicht, ob er schon hier steht. Da sind auf jeden Fall mal wieder welche. Ein paar nette Gäste, die uns frühzeitig verlassen wollen. Die zum Beispiel. Und dann geht es eher darum, die ganze 556er und sowas mitzunehmen und 45er. Und ein paar Waffen verfehlen. Ja, die MK2 hier, das ist eine Open Bow, oder? Deswegen hat die auch nie eine Patrone in der Kammer. Aber 9 mm, ne? Ja, wie viel Schuss haben wir davon noch? Nicht mehr so viel, 51. Ja. Und wir müssen eigentlich noch in den hinteren Teil der Basis, da waren wir jetzt auch noch nicht. Ich habe Spaltaxt. Noch eine Teigemachete, die nicht mehr in so gutem Zustand ist. Ich glaube, der Truck war nicht hier, ne? Der steht vorne noch. Den müssen wir mal holen und dann. Waren wir hier hinten noch nicht auf dem Gelände? Oh, da ist ja einer. Guten Tag! Oh, haben sie verdient. Ich werde her. Oh, da ist noch einer mit Tasche. Und der schöne guten Tag. Man. Oh, warte denn jetzt schon wieder? Eine mit Sportklamotten. Oh, blaue fingerlose Handschuhe. Naja, bei 13 Grad können wir eigentlich so langsam mal die Jacke ausziehen. Ne? Ich weiß, wie die auch mal einen Rucksack. Aber der Truck ist, glaube ich, ganz schön laut, wa? Ey, geh lieber weg von dem Fahrzeug. Entschuldigung, ist das euer Wagen hier? Habt ihr da was zu suchen? Ja? Ah. Deswegen treffen wir so schlecht, das Ding steht ja auch voll Auto. Weil ich da danach eine Waschbärenwitze. Was war das? Nicht Flasche leer. Ist die neu? Ja, die ist neu. Das haben wir gesagt, 45er nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Namen machen eigentlich guten Schorn. Die können wir mal rausnehmen hier. Aber wir haben ja noch 500 Schuss davon. Ja, am liebsten echt einfach nur 45er mitnehmen. Ah, das sehen wir auch noch. Chris Vector, alles 45er. Und wir kommen da rein. Im Nachladen eine gute Teile hier.
machen wir den LKW mal voll. Kann weg. Eigentlich in die Leiche. Ich glaube, das brauchen wir nicht wirklich lesen, oder? Wir haben noch nagelneue Macheten, die brauchen wir auch nicht alle. Die ganzen Schalldämpfer kommen hier hinten drauf. Können wir den eigentlich noch bei uns draufpacken? Das ist eine gute Frage. Alle nein. Das gehört zu der Rubrik. Das Ding haben wir, glaube ich, geknackt, ne? Ja. Damit. Ja, damit. Kann das da noch hin? Das kommt damit rein. Den Rest lassen wir mal so. Wir waschen das Ding mal kurz. Ja, mach mal ein bisschen sauber, das sieht ja aus hier. Das ist eine Zombie-Katze, ne? Okay, der ist noch angekoppelt. Das ist wunderbar. Auf geht's. Jo, das sind ein paar Leichen hier. Haben wir hier umgelegt 1000. Also ungefähr kommt wohl hinten. Da bräuchte man einen anderen Anhänger. Der ist nicht ganz so geil. Wir stehen da noch rum und haben keine Ahnung, was zu machen sollen. Ah. Noch jemand hier? Will noch jemand auf Fressbrett haben? Das können wir nicht waschen. Oder ich habe kein Wasser mehr. Doch, Wasser hätte ich noch. Aber ich würde vorschlagen, alles was wir nicht brauchen, stoppen wir hier rein. So dass wir den Rucksack voll haben mit Zeug für Anhänger und für den LKW. Oh Lady, sie geben aber gehörig auf den Keks, aber ich kann sie nicht abknallen, ne? Nicht von da. Zum Gestöhne da. Ja, auch aus dem Winkel kriege ich das nicht, ne? Hey, wenn ich so dicht am Zaun hänge, kriege ich die nicht, ne? Das irritiert voll. So, 308 damit. NATO-Magazin mit 308er mit Weaponline, Terminline. Und das Akku-Point gar nicht so schlecht ist, ne? Minimum Range, Max Range. Ah, ist die Frage, können wir das auch bei uns drauf knatschen? Ne? Ich
Memos, nein. Ach so, kann ich gerade nicht, weil ich keinen Schraubendreher dabei habe. Einmal einen Schraubendreher würde ich. Das mal weg. Halt das mal da dran. Oh, Reichweite hat sich krass erhöht. Ne? Ah, ich glaube, den Halter hier passt auch nicht dran. Ne, ja, gut, schmeißen wir das da drauf. Okay. Können auch leider nicht alles mitnehmen. Will ich zwar gerne, aber 308er auf jeden Fall. Alles zum Waffenreinigen auch. Das ist 9mm, die ist sowieso. Was ist da drin? Nichts, was uns interessiert. Das ist nicht für Dummy Stack. Wir nehmen nur Dummy Stack 45er mit. Sig Sauer, Spear auf jeden Fall. Chris Vector MK11 22er. Ah, Magnum Research. Könnte aber auch ein Dingens drauf. Schalldämpfer nehmen wir mit. Kannst mit. Chris Vector auch wieder 22er. 45er Double Stick. Das ist ein Single Shot. Standard, WD-40 mit, Thompson mit, aha, Intel Magazin, aber die ist eigentlich gar nicht so schlecht, ich hätte aber gerne eine Spaß 12, ne, das kommt mit, MT Hornballer, egal. Ja, zum Glück hat hier nochmal eine. Das ist die schlechteste Schrotflinte überhaupt. Das ist ein Pumpgun. Und das ist eine dumme Pumpgun. Das nehmen wir mit. Das ist ein fettes Sniper. Das ist 9mm, glaube ich. Wegen VSS. Ah. Standard Magazine. Schachtel nehmen wir noch mit. Und das Ding. Komm, dann sind wir voll. Dann machen wir gleich da weiter. Zu viel Chrom. Ja, Schrotpatronen haben wir auch ein paar. Aber ich habe, glaube ich, keine Spaß 12 irgendwo gefunden. Ne? Ja, ich glaube, die wird mit Magazin betrieben, die eine Schrotflinte. Ne? Ja. Nehmen halt echt nur die Juwelen mit, ne? Was wir wirklich so an Munition gebrauchen können. Das ist auch keine Double Stack. Das ist nur eine 180er. Double Stack Extended Magazine. Hygiene. Was haben wir hier? Nee. Eine Rhino brauche ich nicht. Kommt mit. Bäumen, Trap und Adapter brauchen wir nicht mehr. Günstiger BMGs auf jeden Fall. Nochmal 19, 9, 22er Drum, 9. Davon nehmen wir nochmal einen mit. Ja, genau, das sind, glaube ich, die Zylinder, ne? Für die Schrotflinte. Nehmen wir auch mal einen mit. Gun Cleaning, ja sicher.
wie ich doch nicht so viel. No. 40er, yes. Ist aber auch noch Single. Heldenmagazin. Das ist die gleiche Schrotflinte, glaube ich. Ich muss sie mal ausprobieren. Ich habe die nämlich noch nicht benutzt mit dem Zylinder. Weil ich mich echt immer nur auf die Spaß 12 am meisten gefreut habe. Wenn man die immer hat. Weil das ist keine Pumpgun, das ist eine Semi-Auto. Das ist der Unterschied. Was ist das? Eine FM brauchen wir nicht. Dafür ist die Munition viel zu selten. Den Rucksack nehmen wir mal mit. Wieso? Nope. Ein Drum 380er. Nope. Oder Hunters Combat Pants. Ha. Können wir vielleicht mal anziehen. Das ist ein Minigun. 554. Nein. Ich bin dann 556. Das ist 556. Die ist kaputt. Das ist eine 556. Das ist eine normale Schrotflinte. Das Ding nehmen wir mit. Oh, das Holographic Side ist aber auch geil. Honey Badger, leider auch ziemlich kaputt. 9 mm. Grenade Launcher, nein. Das Maschinengewehr auf jeden Fall. Also nein, das nehmen wir mit. ISH. So, wir sind schon wieder voll. So, was hat ihr denn da rein? Das. Ah, der Rest kommt hier rein. Na komm, mach mal fertig hier. Ja, das M249 ist ein gutes, leichtes Maschinengewehr. Hat aber auch nur einen Modus Vollautomatik. Oder? Ich weiß gar nicht, ob man das umschalten kann. Ja, wir haben zwei Drum Magazines. Die 9 mm Dinger. Jetzt ehrlich, brauchen wir die. Naja, wenn wir davon noch mehr finden, okay. Wenn wir eine P90 finden, okay. Sonst eher nicht so. Der Rest ist mir egal. Wo waren wir denn? Hier hinten, ne? Genau, das mit. Das können wir auch bestimmt irgendwo mal anbringen. 9 mm. Leider kaputt. 762er. Die Winteres, leider auch kaputt. Boxen nehmen wir mit. Das ist für, ich glaube, Maschinengewehr. Das brauchen wir. Das 556er. Das nehmen wir mit. Auch 556er, 45er. Auch in Ordnung. Gut. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, die wir haben, oder? PKM1 halt gar nicht. Ja. Das ist so eine volle Chainmail Code. Okay. Army Doppelback. Naja, kann's mal mitnehmen. Oh, nein, nicht der. Sorry. Entschuldigung. Steckst du hier rein? Das wollte ich gar nicht.
Das kommt mit. Das kommt mit. Das. Das. Das ist natürlich geil für PvP. Das natürlich auch. Werden wir aber so eigentlich nicht brauchen. 5-6er Drum gesehen haben wir. So, den Schwerbedarfer brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Jetzt kriegen wir langsam Hunger. Du kommst mit. Na, auch angekratzt. Die nehmen wir. Okay, kommen wir gleich wieder. Ja, wir kommen gleich wieder. Können wir hier reinpacken. Die Sachen. Das und das. Und der Rest geht hier rein. Das Ding ist schon fast voll, ne? ...630 davon, ne? Ich glaube, ich würde die Nahkampfwaffen rüberschmeißen. Das muss damit rüber. Das muss damit rüber. Das muss mit rüber. Ölfilter. Das muss mit rüber. Besser bleiben hier und das bleibt auch hier. Naja, dann kriegen wir jetzt zwar nicht ganz so viel Platz, aber was soll's. Ich glaube, wir bauen die Waffe mal eben um. Jetzt das Ding mal raus. Nachladen kannst du eh nicht. Hier entfernen wir die ganzen Attachments. So, dann kann die Billo-Waffe hier nämlich weg. Wo ist sie? Ist auch schon dreimal repariert worden. Hier kannst du Armer. Lass hier noch in den Zombie rein. Ist von der sehr seltenen Sten Mark II. Englisch. Aus dem Zweiten Weltkrieg aber. Oder ja danach oder so. An sich nicht so toll. Das Ding kann weg. Das Ding kommt dazu. Die. Das Ding. Dafür brauchen wir ein VSS-Magazin, ne? Und dann, wir haben auf jeden Fall schon mal eins mitgenommen. Extended. So, du kommst vom Rücken meinetwegen. Und Charge. Automax more. Automax large. Ah, genau, da ist es. Und da passen 20 Schuss rein. Und wir stellen das Ding auf Einzelschuss. Das Ding bitte entladen. Machen wir hier mit drauf. Alles, was wir brauchen. Damit rein, nimmst damit rein. Du bist noch mal eben nachgeladen. Wir smögen noch mal eine und essen mal was. Gibt immer das Dörrfleisch und die Schokoladenküchlein hier.
So, da sind wir schon wieder Z. Das Ding hier, ne? Die ist eingekratzt, genau die war. Obertyp 64 Battle Rifle. Sword Rifle Scope. Typ 38 Arasaka. Ja, wir nehmen die Munition mit. Mehr brauchen wir davon nicht. So, ich schmeiß alle rüber. Dann räumen wir mal eben auf, hier in die Bude da, und fahren rüber. So, gerade ist einiges Möke, ne? Okay. Nur weil hier so viel Tod und Verderben ist, oder was? Nee, sieht gut aus. Dann fahren wir rüber. Na, ich hoffe, wir schaffen es hier umzudrehen, aber sollte gut passen mal. Ja, ist einfach blablabla. Ah, der gute MAN-Truck hier. Jo, passt doch. Als wir nochmal einen besseren LKW finden, mit noch einem größeren Laderaum oder so, dann nehmen wir die natürlich mit. Jetzt werden wir erstmal bei dem hier bleiben. Ah, hier geht's ja. Das war Autowerkstatt. Hier wollen wir hin, ne? So. Hier geht's wirklich nur um die Schätze und um die ganze Munition, ne? Ich glaube, die Munition schmeißen wir da drauf. Hehe. Machen wir denn nicht Schönes? Nein. Nein. Oder? Armeemantel ist ganz geil. Für den Winter. Was ist das? Hunter's Tide Protection. Okay. Was macht denn das? Okay. Ach, das ist hier unten, oder was? Ist ja cool. Passt da jemand rein? Nö, aber es sieht cool aus. Ja, gekauft. Was passiert denn, wenn wir das anders noch anders ziehen hier? Wie ist es denn? Hunters Type Protection. Ouches. Hm. Ändert das irgendwas? So, dann hat sie wie so extra Taschen oder was? Es sieht cooler aus mit den Taschen, finde ich, oder? Aber kann man ja erstmal anziehen, ne? Was hat die hier rein? Das nicht. Das auf jeden Fall. Da ist ein fetter Munitionskanister. So, falls da viel, zu viel Munition ist. Ah, da ist irgendein Ding drin. Drum Magazine. Das nicht. Das auch nicht. Ist zwar Double Stack. Aber kaputt. VS, SVD. Brauchen wir nicht. Nope. Nehmen wir mit.
Golem 4. Da ist noch Munition drin. Ein paar Schachteln 308er. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Der ist eigentlich ganz cool. Camouflage Long Coat. Boah, winddicht. Im Winter super. Das nehmen wir mit. Oh. Okay, schon voll. Feuermodus M14 Auto Rifle. Vielleicht irgendwo einer rum. Na toll, und dann geht's auch direkt. Fratze. Lieber drauf. Schmeiß das hier mit drauf. Dann ist der Wagen aber echt schon voll, ne? Ich glaube, wir müssen echt die ganze Munition rüberpacken, ne? So, den können wir den Anhänger dann irgendwo stehen lassen und wir haben immer die Munition dabei. Packen wir nur Accessoires und Waffen hier drauf, ne? Das ist zu viel, sonst... Da passt ja noch 400 drauf. Ja. Komm, komm. So, alles, was Munition ist, hier rüber. Das dürfte ja nicht relativ schnell gehen. Ich will nicht vorspulen, weil wenn ein Zombie um die Ecke kommt, dann haben wir echt ein Problem. Außerdem ist es zum Glück noch nicht so viel. Und hier mit rein. Beidachs kann man reparieren. Ist halt echt gut zum Köpfe schwalten, ne? Schrotflintenmunition ist verdammt schwer, ne? Aber sollen wir nächstes Mal bei so einer Militärbasis oder so auf heftigen Widerstand stoßen, werde ich ja mit der Schrotflinte regeln, ne? Das weiß ich aber jetzt schon. So, dann haben wir hier nämlich die ganze Munition. Dann in Ordnung rein. Hier, nope, nope. Oh, Kanister 50er. Ich glaube 50er Mac Rounds. Mach mal eine Schachtel auf. Bin mir nur nicht sicher. Das ist, was ich denke. Mit Camouflage Pension. Chainmail. Combat Pants. Winterjacket. Wir müssen auch noch an später denken. 1 Mass Carry Pouch Front. Ich habe gern Chest Rig. Eben K1 Gasoline. Ja. Outpost Squad Operator. Was da geht nicht so. Hat es nicht alles so gibt? Bandana, Metz, Camouflage. Ein echtes Rambo-Messer. Oh.
Ja, das muss mit. Das muss mit. Negan 50er VMG, nein. Nein, nein. Da haben wir noch sowas. Nein. Ich will mal eben die Dinger hier außen abklappern. Haben wir da? Nein. Da ist zwar noch Munition drin, aber nein. Nein. Bellini M4 Super 90. Na, ist so eine lange Schrotflinte, ne? M60, ja. Haben wir dafür noch Platz? Die Honey Badger auf jeden Fall. Haben wir Schrotpatronen noch? Habe ich doch gerade was gehört, oder? Muss wohl der Wind gewesen sein. So mit drauf. Du kommst damit drauf. Du auch. Der Rest kommt hier hin. Ja, dann haben wir wirklich schon mal ein paar Schachteln. 556er, 38er, 308er, Schrotflinte. Bisschen 45er, auch nicht so viel. Ich hätte gerne mehr 45er. Ja, das hier ist BMG Rounds 50er und nicht Mac Rounds. Nichts drin, das nehmen wir mit. Mikro Uzi 9mm. Ach schade, die HK21 ist ziemlich broken. Eigentlich ein gutes Maschinengewehr. 308er. Das ist eine Minigun-Kanister. Das nehmen wir mit. Oh, und Thompson. Scarby. 16 Schachteln davon. Ah, 308er haben wir gute. Und hier sind noch mehr 308er. Falls wir das Ding brauchen, nehmen wir es auch mal mit. 2 Scar. Noch ein 240er. Schade, das ist auch ziemlich broken. Na ja, kommen wir gleich wieder. Schade. Platschatz alles mal da drauf. Ja, 308er machen halt auch echt fies Schaden, ne? Also mehr Schaden, glaube ich, als die 556er. Und wir haben so einige Knarre für die 308er. Und da ist sogar ein Drum Magazine dran. Ja, die Folge geht ein bisschen länger. Ich will nämlich hier die ganze Bude ausräumen. Ne? So dass wir dann eigentlich uns beim nächsten Mal an anderen Sachen widmen können. Das muss auf jeden Fall mit. Das muss mit. Sniper Rifle 308. Eine Sniper brauche ich nicht unbedingt. Ja. So was. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nope. Schade, die ist broken. Ganini Sniper auch nicht. Das kann eigentlich noch mit. Das kann mit. Das kann mit. Können wir da noch den
Dings dran machen. Rifle Butt. Jo. So, dann sind wir hier unten eigentlich durch. Dann haben wir noch die obere Tasche. Na toll, da ist ein Helikopter hinter. Klang so, als würde ich auch rumschießen, ne? Hopp bloß ab, ey. So, jetzt kommen denn die ganzen Zombies, ey. Naja, viele dürften hier wohl nicht mehr sein, ne? Ja, was heißt nicht mehr viele, ne? Ah, toll. Ah, und das Magazin ist leer. Und wir haben 100 Schuss. Hätte ich das mal vorher gewusst, ich hätte mir gerade noch Munition schnappen sollen. Ne? Na toll, hier ist alles voll wieder mit Zombies. Ne? Auch wieder leer. Ja, wir locken die erstmal vom LKW weg und können uns dann neue Munition besorgen. Das ist nicht das Thema. Ne? Und leer. Ja, so ein 50er Magazin wäre jetzt eigentlich besser, ne? Oh. Junge Dame. Ja, der nicht so stürmisch. Ich habe noch ein paar mehr. Ah, auch schon wieder leer, diese 20 Schuss, ne? Er ist jetzt nicht gerade die beste Knarre für so einen riesen Zombie-Angriff, ne? Komm, wir rennen da mal eben hin und holen uns die Munition, ne? Ah, die chicken hier immer noch alle rum, ey, euer Ernst? Oh. Oh ja, verdammter Ernst. Ich brauch doch meinen Monitor. Wow. Naja, 160 Schuss, das ist ja schon mal was. Aber wir kommen da so nicht mehr raus, ne?
Ach, die waren alle fertig hier. Schon wieder leer. Ah, toll. Und da sind natürlich bei mir genau. Jetzt wünsche ich, wir hätten die Schrotflinte. Hast du da jetzt vorne, Süße? Hm? Nimm die Knarre! Oh, da gehst du hin! Das Schlimme hier! Nee, nee, nee! Was Gutes dabei? Ja. Goldzigarettenpackung. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Lass den Kandör rein. Erstmal ist mir ein bisschen komisch mit dem Schießen. Da wählt er erstmal die Leute an, die weiter hinten sind. Warum auch immer. Dieser dumme Helikopter, ne? Naja, so wären wir wenigstens die 9mm Munition oder so, ne? Kann ich gut aufräumen hier, die Leute. Ohne dass sie die ganze Zeit getriggert werden, ne? Weil wir zu weit weg sind. Halten wir uns noch mal ein paar. Dann gibt das eine XXL-Folge. Ah, zwischendurch mal eine Smögerlinie. Zur Not haben wir noch was zu essen dabei. Essen wir auch noch mal so was. Zum Fresser brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Wir sind nicht mehr den billigen da. Das kann weg. Ganz weg. Und so mal die Leichen looten hier. Er hat noch ein Bein, er hat einen Maden. Throwing Knife. Sonst auch nichts Interessantes. So. Ich will nicht auf den Wagen an sich schießen, sondern eher auf die Zombies, die hier gerade am Start sind. Und das Ding ist wieder leer. Und da kommt noch ein Tier beschädigt. Na, komm her. Ich will es zwar nicht so einfach machen. Oh, Schild für Waffen. Ja, das können wir gut machen. Ne? Hey, einer nach dem anderen. Jeder nur eine Maschine. Ich wieder meinen Truck. Darf ich die Folge beenden? Nein! Entschuldigung! Oder bist du wieder? Dumme Pflanze. Was? Warum schon? Was denn? Ach so, Pfeil. Meine Freunde.
Oh, jetzt kann er gerne kommen. Jetzt habe ich genug Munition für euch. Und wir werden so langsam müde. Na, ja, toll. Ich wollte eigentlich noch den Stock oben leer machen. Naja, machen wir das in der nächsten Folge, Leute. Oder hier hatten wir alles durchsucht, ne? Ne, hatten wir noch nicht. Warum das noch nicht? Das irgendwie noch nicht hatten. Henker, nein, Stier, 556er, auf jeden Fall. Das nicht. Das ja. Das ja. Ist das eine Bolt Action? Das ist eine 308er. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was hatten wir schon irgendwo dran? Das nehmen wir mit. Kommt das auch? Er ist aber auch hier. 9 mm, aber ich mag die Winterless. Die Macrounds, ne? Custom Light. Die können wir umwandeln. Die müssen wir mitnehmen. Das Ding müssen wir unbedingt mitnehmen. Minigun, nope. M4, ja. 9 mm. Eine UMP mit 9 mm ist aber auch eher ungewöhnlich. Das alles hier drauf. Bleib bloß da stehen, Kollege. Mach mich mal wenigstens eben hier die Waffen wegpacken. Nee. Eck hatte dich gewarnt. Ja. Habe ich wieder die Machete hier mal kaputt haben. Ne? Was fehlt denn noch? Das sind 308er, ja. Das fand ich sehr gut. Ja. Da können wir ein Leben lang rumballern, ne? Naja, fast. 62 Schachteln. Geht. Oh, weg mit dir. Oh. Hat man schon. Jetzt geht es eigentlich nur noch die irgendwie echt besonderen Waffen. Wow. Wir nehmen hauptsächlich noch die Munition mit. Ne? Und ich will auf jeden Fall die G6 links mitnehmen. Mit 10 Schuss Kaliber 50. Zeiger wie 12. Dramax Conversion geht. Ne? Reichweite ist nicht so groß. Das haben wir nicht so im guten Zustand. Ist aber mit Magazin. Okay, da ist auch noch Schrotflintenmunition. Das hatten wir. Die müssen mit. Dann haben wir hier das noch. Obwohl. Die können wir eigentlich mal alle rauspacken. Dann wandeln wir die direkt um mit 556er. Dürfte eigentlich relativ schnell gehen.
Oder sind wir zu überladen dafür? Nein. Hä? Was jetzt mal? Achso, Schießpulver sammeln. Nein, nein. Nix. Na komm schon. So, kannst du das Ding da behalten? Muss die Waffe auch schon nehmen. Das kommt da auch mit rüber. Dann haben wir schon 1100 Schuss. Fast 1200 Schuss. Plus noch 41 Schachteln, wo jeweils 20 Schuss drin sind. Das sind dann auch nochmal 800. 2000 Schuss. Naja. Hier war ja sonst nichts. Und 556er. Die M4 ist halt an sich ganz geil. Mehr nehmen wir dafür jetzt aber nicht mit. Was ist das noch? Oh, plus 9. Die Graphics Side. Ist ja auch ganz geil. Jo, Leute. Und damit ist diese Folge auch wieder am Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Freue mich, dass ihr hier mit am Start seid. Bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Kanalunterstützer, dem Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, H2O Aerosol, Nightberry, Nils Grote, Peter Pichler, Torfrose, Monsen96, René Horst Spindner, Sven Becker, Nageltermin, Thomas Friede, Marcel Pauke, Wichtel, Gangflow, Sebastian Reinicke, McKenzen, Onkel Tom, Thunderduck 99, der Kai, Nismog FX, Olaf Güte, Tweety Rabe, Sirefil, Peter Dirker, Redshift, Funny ML und Hate on Tour. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.